So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich habe mich jetzt nochmal damit beschäftigt, wie das aussieht mit dem Leuchtfeuer. Genau weiß ich nicht, aber es gibt eine Menge Daten. Ich habe also Dateneinträge und ich weiß zumindest, wo ich versuchen könnte nachzuschauen, um das Leuchtfeuer dann wieder zu fixen, so wie ich das möchte. Ist alles nicht so einfach, muss man mal gucken. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr weite Zukunftsmusik. Gut, ich darf noch einmal Minas Tirith verteidigen. Yay. Es scheint jetzt langsam ein bisschen leichter zu werden. Unterschätzen sollte ich die Gegner trotzdem nicht. Na, es ist immer noch Drogoth, der sehr stark dabei ist. Und, da muss man mal gucken, wie ich das am geschicktesten anstelle. Ja. Okay. Aber es geht schon. So. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir fangen an, werde ich gebraucht. So. Gut, so, wir bauen. Wir bauen, 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 bauen. Vorsicht, Zwerge! Der Feind ist hier! Genau. Aber das ist ja nicht so tragisch. So, ich könnte natürlich da hinten noch. Ja, komm. Lasst uns bauen! Der Schießstand ist fertig! Ich kann kein. Aha, okay. Wir sind ich kann nach unten keinen Wegpunkt setzen. Das ist schon mal seltsam. Ich würde jetzt so gerne ausprobieren, ob ich den Eintrag richtig gefunden habe und changen kann. Aber ganz im Ernst, es ist gerade zu früh. Und vielleicht braucht das auch gar nicht. Und vielleicht ändern sie ja dann nochmal bis dahin. Ich meine, der letzte Patch ist lange her. Na, der letzte Patch ist gut ein Jahr her jetzt. August 2020, glaube ich, wurde der letzte Patch, der letzte große Patch released. Und das ist jetzt knapp ein Jahr her. Von dem her, wer weiß, vielleicht tut sich da ja nochmal was dann, ne? Ich muss schon sagen, bisher gefällt mir die Reduktion sehr. Auch dass es hochstackt und so weiter. Ich weiß auch nicht, warum sie es weggenommen haben. Ich meine, Vision ist nice, aber es ist ein krasser Nerf für das Gebäude. Das eigentlich sehr gut sein kann. Jetzt ist es halt ziemlich schlecht. Wie gesagt, im 1v1. Nice to have, aber ansonsten. Who cares, ne? Who cares? So, das Gebäude wäre zusammen, Axtschleuderer! Baut mit Zwergengeschick, wir verwenden nur bestes Material. So, mach mal. Krieg ich den? Nice. Eine Orkhöhle. Seid wachsam zu den Äxten, Zwerge. Naja. Äxte, hier entlang, Zwerge. Vorsicht, Zwerge, der Feind ist hier. Wo können wir uns mal ein bisschen ein? Sammelt euch, Tains. Aber das passt dann schon. Wir verwenden nur bestes Material. Gut, Waffenzwerge, Waffen! Das wird nicht gehen. Ja, Waffenzwerge, Waffen. Genau, okay, gut. Das kann ich mal wasten, das ist nämlich ziemlich egal. Aber dann sollten wir auch bitte überleben. So, zack, 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 zack. Gut. Bitte alle mal den da angreifen. Das finde ich nice. Und tot ist er. Easy. Und weiter geht's. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ohne diese ganzen passiven Boni der schnelleren Reduktion, und ich glaube, es sind aktuell hier 50%, schaut mal, wie schnell das geht.
würde ich gar nichts bekommen. Also das Zeug würde ich nicht so schnell bekommen. Vielleicht ist es zu stark, okay, aber das kann man ja balancen, wenn man das runterdreht. Wäre jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber naja, es ist wie es ist. So wie es ist, ist es ein bisschen doof. Jetzt geht's. Ah, auf einmal. Ja, komm. So. Und weiter geht's. Ausbilden. Bauen. Ah, easy. Ist er tot? So. Ich vermute mal, da ist was. So. Oh, der Saruman, der fliegt. So. Easy. Sieht gut aus, würde ich mal sagen. Ist eine einfache Defense. Ah, mal schauen. Zumindest habe ich jetzt eine Festung und kann einen Granon ausbilden. Mal gucken, was der macht. Wenn der hochlevelt, könnte der solide werden. So. Ja, ja, die Armee der Toten. Überall sind die Armee der Toten. Genau. Die Orks sind egal. Gut, gut. Aha. So. Ja, ja. Es wäre auch mal interessant zu sehen, ob ich ihm jetzt die Rohstoffe wegnehme oder nicht. Das müssten wir mal ausprobieren. Bitte mal. Unsere Feinde sind hier. Macht eure Waffen bereit. Wie viel macht der denn? Also ich mach plus 3 und ihr macht plus 16, okay, dann stehe ich nichts. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wäre sonst auch ein bisschen unfair. So, Mega-Katapult. Alter. Ja, das tut gut weh, ne? Okay. Cool. Weiter geht's. So. Keine Zeit für Ruhepause. Wir haben alle Hände voll. Gut. Easy. Schade. Egal. Ja, ja. Was? Lel. Okay. Finde ich jetzt nicht so fair. Was ist denn da? Wahrscheinlich wieder irgendwas, was jetzt plötzlich sichtbar wird, oder? Isengard, was? Ah, das könnte der Grimmer sein. Mal schauen. So, Baumeister stirbt. Feind vernichtet. Vielleicht vernichtet man gleich noch einen. Easy. Ach. Gut. Muss das sein? Jetzt gehört das Gebäude uns. Nein. Egal. Gewonnen. GG. Auf Wiedersehen. Easy.
Ist das ein Turm? Keine Ahnung. Was immer es war, ist es kaputt. Gut, machen wir so. Da hat's ja was. Ja, müssen wir halt jetzt abwarten, ne, bis es durch ist. Genau. Einfach abwarten, bis wir hier durch sind. Genau, einfach dahin. Schön. Weg. Genau. So, alles kaputt machen. Baumeister töten, ganz richtig. Wo auch immer der Baumeister war oder ist oder hinten. Okay, rennt in sein Verderben. Gut, gut. Missklickt, egal. Gut, dann haben wir Minas Tirith wieder mal verteidigt. Easy. Jetzt gibt er auf, okay, ah ja. Ah, na gut. Who cares, who cares, who cares? Alright, 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 alright. So, behalten darf ich wie immer nichts, ne, ist klar. So. Fertig. Wir haben ein Land verloren. Ah, der ist da unten hin. Ja, aber guckt's mal, jetzt habe ich hier eine Festung. Das ist auch gar nicht so schlecht. So, ich würde jetzt auch hier mal einen Helden ausbilden. So, und hier könnte ich jetzt langsam auch mal anfangen, Stuff zu bauen. So, der geht dahin, hier steht mal safe. Das ist egal, das passt, das ist gefährlich. Gimli geht dahin, der geht mal dahin. Ist natürlich riskant, aber der König Dain schafft das schon, ansonsten habe ich Pech. Dann holen wir uns Dol Guldur, weil ich muss jetzt versuchen, die Orks zu töten. Vielleicht kriege ich die Orks sogar weg. Oder die Uruks. Aber die Orks sind... Ne, ne, Uruk wäre sogar nochmal besser. Könnte klappen. Die Uruks zu töten... Ja, dann gehen wir so hoch und so hoch. Zack, 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 zack. Genau. Ja, die Uruks, die Orks. Alles parallel. Gut, mehr kann ich gerade nicht machen. Ich bilde nichts aus. Ich baue auch nichts, weil hier ist eh alles am Arsch. Hier könnte ich noch eine Mine bauen und hier auch. Vielleicht hält es eine Weile, vielleicht nicht. So. Das ist langsam witzlos. Ah ja, Kankra wird stärker. Oh! Ah ja, das wird schwer, da kommt eine Kankra rein. Das ist egal, das bekommen die Menschen. Das ist egal, das bekommen die Menschen. Das kriegt Dain umsonst. Ja, aber dann kann ich hier so rüber, darüber. Oh. Dol Guldur, zack, 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 zack. Und dann sind die Orks fast weg, bis auf hier. Und hier. Aber da gehe ich mit ihm dann rund, ja. Ein Mensch am 19. Territorium. Das ist eine sehr... sehr seltsame Sache. Dieser Run ist sehr seltsam. Bin ich ehrlich. Gut, ich würde jetzt sagen, wir spielen noch. Ja, machen wir nochmal Minas Tirith. Komm. Einmal noch Minas Tirith, dann haben wir das Langweilige für nächstes Mal weg. Ich weiß noch gar nicht, ob ich morgen was mache. Aber schon. Meh. 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 Gut, das bauen wir. Das bauen wir. So.
Alles klar. Schade, dass die Hobbits kein Hotkey haben. Ist nicht wichtig, aber es sind Kleinigkeiten. Wir können was ausmachen, ne? So, weiter geht's. Runter. Richtung runter. Nee, aber sagt mir doch gerne mal, wie ihr das mit dem Leuchtfeuer seht. Sollte das Leuchtfeuer nach wie vor Abklingzeitreduktion geben auf diese Fähigkeiten? Oder einfach nur Vision? Was findet ihr besser? Weil ich persönlich finde, nur Vision, ja, im 1v1 ist es stark, aber im... Es ist nicht so stark. Reduktion? Zugegeben, 25% ist ein enormer Vorteil, was die Frequenz der Fähigkeiten angeht. Vor allem mit zwei Leuchtfeuern bekommst du, glaube ich, aktuell 50% Reduktion, was gigantisch viel ist. Ich meine, schaut euch mal an, wie schnell der Schwachsinn hier durch ist. Wenn die Zitadelle, wir sind gerade eben hier eine Minute noch war, schaut's mal. Bei 2 Minuten ist der hier komplett durch. Ne? Und zack. So. Bisschen so. Und das ist halt schon sehr stark. Gebe ich zu. Aber man könnte sagen. Vielleicht 15%. Man könnte auch 10 und 20 sagen. Whatever. Aber 15% fände ich persönlich auch interessant. Ne? 15% Reduktion pro Leuchtfeuer. Das macht ordentlich etwas. Ist jetzt aber auch nicht zu krass, in meiner Meinung nach. Also, ne? Weil dann hast du 30%, wenn du 2 Leuchtfeuer halten kannst. Was halt, wenn du das kannst, auf einer 1v1 Map stark ist. Aber dann hast du es dir auch verdient. So. Ja, du kannst das Wetter kontern. Gut, das ist halt so. Du kannst häufiger Truppen spammen und sowas. Früher heilen, mehr. Ja. 50 finde ich krass. Weil 50 hast du halt wirklich. Klar, für hier ist jetzt geil. Aber bei 50% hast du halt den Vorteil, du kannst es quasi nicht doppelt so oft machen wie der Gegner. Aber. Naja, 1,5 mal so oft. Wenn ich es noch richtig zusammenkriege, mit dem Prozent Mathematik dahinter. Und das ist schon kräftig. Ja, das ist schon sehr, sehr kräftig, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Also da, das zu nerven, finde ich okay. Es komplett wegzunehmen, finde ich dämlich. Das ist doof. Gefällt mir nicht. Ja, bin ich ehrlich, gefällt mir nicht. So. Gut. Geht da irgendwas hin? Nö. Das ist also für Frodo. Oh, jeder hat da viele Reiter. Ja, machen wir wieder zu. Reiter brauche ich jetzt hier drin keine. Dankeschön. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. So. Genau. Gut, passt. Gut. Ja, das ist schön. Einen Axtstand. Das ist halt krass, ne? Der Frodo ist so ein verschont niemanden. Aber klar, mit dem Ring wird man halt. Ne? Ja, ist Pech gehabt, Sam. Für dich heile ich nicht. Die halten echt nicht viel auf, ne? Oh, Merry ist ganz schwach. Da sind sie! Der Feind nach! So. Das müsste irgendwo hier oder so sein.
Naja, grob getroffen. Oh wow, der Theoden. Wow! Naja, Theoden, GG. Gut, dann raus. Zack, zack. Schade, nach der Episode, also nach der Schlacht, ist für heute Schluss mit Zocken. Dann gehe ich nur noch ins Bett. Zähne putzen, schlafen. Morgen wieder Arbeit. Posten sollte ich mal machen. Ja. Schauen wir mal. So. Ach süß, ein paar Reiter wieder rein. Ah, na komm. Okay. Und ist. Lol, der ist in die Spinnen rein und dann explodiert. Quasi. Süß. Gut. Weiter geht's. Was ich halt an Truppen gerade raushauen kann, ist auch sehr stark. Auch lustig, ne? Da macht sie genau hier hin. Kann ich irgendwo da was casten? Da geht was. Ich find's halt auch lustig, wie die Zwerge überall einfach irgendeinen Scheiß hinballern können. Und das war's dann, ne? Okay, es hält nicht viel aus. Das Ding. Die Zwergenzitadelle hält nicht so viel aus. Das ist auch interessant. Ja. Okay. Wollt ihr da mal helfen, den ich angreifen? Machen wir da mal aus. So. Und wenn es jetzt kaputt geht, dann geht's kaputt. Aber es sieht bisher ganz gut aus. Ja, das hast du. Wow! Was hat der Mensch? Oh, die haben hier so einen Berserker, der ordentlich drauf aus. Ja, ja. Ah ja. Okay. Ja, ist trotzdem easy, ne? Hallo? Dass das Ding halt noch lebt, ist auch, ja. Nicht zwingend so fair. Egal. Vielleicht solltet ihr nicht den Splash drauf abdingseln. Das wäre fies. Oh wow. Nice. Das war knapp. Oh, da ist ein böser Superheld. Aber der haut nur drauf, ne? Der macht jetzt nichts mit Feuerball und so. Ja, der ist halt dumm. Der hat das Sergius Dunkelhaupt, das ist ein starker Magier. Naja, Idiot. Gut. Festung noch zerstören und dann war's. So, und dann sind wir durch. Dann passt es. Ja, komm, hier.
Fett des Gradumlord und das war's. Oh, der Wächter ist jetzt aber auch gut, aber der stirbt doch instant weg. Oder? Oh nö, der hält viel auf Schuss, Mann. Wie viel Gesundheit hat der denn? Viel. Er hält nicht lange durch, aber... Hm, solide. Der hat sehr viel Leben. Der ist aber schnell wieder weg. Das hielt jetzt nicht so lang. Naja. Whatever. Na ja, komm, wirft's mal eure Äxte. Und tschüss. Na also. Fertig. Gut. Sehr schön. Geschafft. So, jetzt bin ich müde. Ganzen Tag durchgebumst und ja. Irgendwann ist Ende. So. Damit bin ich durch. Ich verabschiede mich. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.